Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um Never Let You Go gehen, den zweiten Teil zu Never Loved Before und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes vorweg möchte ich sagen, dass Never Let You Go der zweite Teil ist und direkt an den ersten anknüpft, weswegen wir das jetzt einfach mal so machen, dass ich euch nochmal ganz kurz sage, worum es im ersten Teil geht und dann auf den zweiten Teil einfach nochmal zu sprechen komme, dass ihr nicht versehentlich gespoilert werdet. Ja, ich würde sagen, so machen wir das jetzt einfach und ich komme erstmal noch mal ganz kurz zu Never Loved Before. Ich hatte ja in meinem ursprünglichen Video zu Never Loved Before nicht allzu viel zum Inhalt gesagt, weil ich euch nicht allzu viel verraten wollte. Ich würde jetzt aber gerne einfach mal zwei Sätze mehr zu diesem Buch sagen. Wenn ihr euch also immer noch komplett überraschen lassen wollt, dann schaltet jetzt einfach dieses Video ab, dann lest erst die Bücher und kommt dann nochmal hierher zurück. Denn ich möchte jetzt gerne, wie gesagt, einfach nochmal kurz zwei, drei Sätze zum ersten Teil sagen. Und zwar im ersten Teil Never Loved Before geht es ja um Katie. Und Katie ist mit 12 Jahren entführt und vergewaltigt worden. Und sie hat es geschafft zu fliehen. Und sie hat es aber nicht alleine geschafft, denn der Sohn ihres Entführers, Will, hat ihr geholfen und hat sie gerettet. Will hat sie im Schuppen hinterm Haus entdeckt und war es nur so schockiert, dass er einfach weggerannt ist, weil er nicht begreifen konnte, was er dort gesehen hat. Und er hat dann aber all seinen Mut zusammengenommen und hat Katie befreit, als sein Vater nicht da war und hat ihr quasi damit das Leben gerettet. Und Katie und Will hatten dann noch kurze Zeit Kontakt zueinander, denn Katie hatte einfach das Gefühl, dass Will der Einzige ist, der sie versteht und dass er der Einzige ist, mit dem sie reden kann. Aber Will hat den Kontakt dann abgebrochen. Und wir begegnen Katie dann, ich glaube, es waren 8 Jahre später wieder und sie ist eine erwachsene junge Frau geworden. Und Katie hat es aber immer noch nicht geschafft, quasi ihre Vergangenheit so wirklich hinter sich zu lassen. Also sie ist ein sehr, sehr ängstlicher Mensch und sie lebt nicht wirklich. Also sie tut online studieren, hat ein kleines Haus und traut sich aber nur selten vor die Tür alleine. Und sie schafft es halt einfach nicht, ihre Ängste zu überwinden. Und in dieser schweren Zeit trifft sie auf Ethan. Und Ethan ist der erste Mann, den sie auch überhaupt Vertrauen schenken kann. Und Ethan ist einfach wahnsinnig gefühlvoll und rücksichtsvoll und er führt sie so Stück für Stück ins Leben zurück und es ist so, dass Ethan ein ganz, ganz großes Geheimnis hat, was wir als Leser schon wissen in dem Moment, was genau da dahinter steckt und Katie erfährt es aber am Ende vom ersten Teil und ja, wie es dann mit Katie und Ethan weitergeht, das ist es im Endeffekt, worum es in Never Let You Go geht. Also wir setzen hier genau am Ende vom ersten Teil an und ja, zum Inhalt kann ich demnach nicht allzu viel sagen, weil ich jetzt euch sonst, wie gesagt, komplett auf das Ende vom ersten Teil spoilern würde. Und das möchte ich nicht. Ich kann nur sagen, wir begegnen hier wieder Katie, wir begegnen hier wieder Ethan und auch Will spielt hier eine sehr, sehr große Rolle und es ist dann auch so, dass Katie hier mit ihrer Vergangenheit wieder sehr, sehr stark konfrontiert wird und dass sie sich einfach hier wirklich im zweiten Teil ihren Ängsten und ihrer Vergangenheit stellen muss. Und was das alles für Folgen hat, das ist es halt, worum es im Endeffekt in Never Let You Go geht. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, ob Ethan noch eine Chance hat bei ihr. Und ob er es schafft, sie davon zu überzeugen, dass er sie wahrhaftig liebt und dass es eben nicht so ist, wie sie denkt. Und ja, es ist sehr, sehr schwierig, etwas dazu zu sagen, ohne euch zu spoilern. Aber ich kann nur sagen, dass Never Let You Go wieder eine ganz, ganz tolle Geschichte war. Ich fand ja den ersten Teil schon wirklich richtig, richtig gut und ich muss sagen, dass mir der zweite noch ein ganzes Stück besser gefallen hat. Ich fand die Handlung in diesem Buch wirklich wahnsinnig toll. Ich fand toll, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Ich mochte den Verlauf in der Geschichte. Man wusste ab einem bestimmten Punkt, was am Ende wahrscheinlich noch passieren wird. Was ich aber absolut nicht schlimm finde, weil man wusste nicht, wie die Autorin das Ganze umsetzen wird. Man wusste nur, dass das Ganze wahrscheinlich darauf hinausläuft. Und aber nicht wie. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, die Autorin hat das hier auch am Ende gut gelöst. Sie hat das am Ende auch zu einem super Abschluss gebracht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte, wie gesagt, wirklich wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich mochte, wie sich das alles entwickelt hat. Ich kann auch bei den Charakteren nur sagen, dass ich es ganz, ganz toll fand, wie Katie sich entwickelt hat. Und dass man hier einfach auch gemerkt hat, was sie für eine Entwicklung schon hinter sich hat nach dem ersten Teil. Und was sie da für Sprünge auch gemacht hat. Und genauso war es mit Ethan und Will. Und es war einfach ganz, ganz toll zu sehen, wie die Charaktere sich hier entwickelt haben. Und wie das am Ende einfach zu einem ganz, ganz großen, tollen Gesamtbild geworden ist und wie das halt auch einfach alles so zusammengepasst hat. Und ja, es war einfach ganz, ganz toll zu sehen, was die Charaktere betraf, was die Entwicklung der Charaktere betraf. Und auch die Nebencharaktere haben mir wieder gut gefallen. Ich fand es auch gut, gerade bei Katies Schwester, dass sie hier noch so eine kleine gewisse Rolle bekommen hat, dass man da auch nochmal einen Einblick auf sie bekommen hat, dass man da auch nochmal
zu verstehen bekommen hat, was genau jetzt bei ihr jetzt eigentlich auch los ist und was ihre Probleme so sind. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ansonsten die anderen Nebencharaktere fand ich auch super. Das hat super in die Geschichte gepasst. Und ich sag mal, auch der Bösewicht in der Geschichte, der wurde wirklich gut dargestellt. Und es war für mich einfach definitiv alles nachvollziehbar und ich finde, die Autorin hat dieses ganze Thema mit der Entführung und der Vergewaltigung und dem Ganzen, was da noch da dazugehört, ich finde, die Autorin hat es einfach mit dem nötigen Feingefühl und Fingerspitzengefühl erzählt und sie hat einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte daraus gemacht. Und ihr wisst, ich bin sehr empfindlich, wenn es um dieses Thema geht und dieses Thema ist in diesen Büchern zwar thematisiert worden, aber es wurde jetzt nicht direkt detailliert über diese Sachen gesprochen. Also es gab im ersten Teil und es gab auch im zweiten Teil eine Szene, wo es um dieses Thema ging. Aber das waren kurze Szenen und ich sag mal, wer da wirklich sehr zart beseitigt ist, kann das auch überspringen. Obwohl ich sagen muss, wie gesagt, die Autorin hat das alles mit dem nötigen Feingefühl erzählt, dass das jetzt nicht zu krass rüberkommt. Nicht so wie bei Engelskrieger letztens, wo ich das gelesen habe, was mich ja komplett schockiert hat. Wo ich komplett dann am Ende raus war, wo ich auch gesagt habe, dieses Buch werde ich nie wieder anfassen, weil es war einfach zu viel des Guten. Und ja, also wie gesagt, Monica Murphy hat das einfach alles ganz, ganz toll erzählt. Sie hat eine wahnsinnig tolle Geschichte daraus gemacht, meiner Meinung nach. Und ja, ich fand den Verlauf toll, ich fand die Charaktere toll. Was das Setting betraf, hat es mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Wir haben hier wieder das gleiche Setting wie im ersten Teil. Wir haben hier quasi wieder die gleichen Orte wie im ersten Teil, was das Ganze natürlich sehr, sehr vereinfacht hat, weil wenn man den ersten Teil ja kennt, was auch bei diesem Buch vorher sein muss. Also man muss definitiv den ersten lesen, sonst versteht man den zweiten nicht. Und dadurch hat man sich sofort wieder gut in die Geschichte reingefunden. Es war quasi wie so ein Stück, ja, nach Hause kommen jetzt nicht, aber es beschreibt dieses Gefühl ganz gut, dass man weiß, okay, ich weiß, wie das Haus aussieht. Ich weiß, wie dieser Freizeitpark aussieht, wo sie entführt wurde. Ich weiß, wie das Haus von Ethan aussieht und dieses Café, wo die sich getroffen haben. Also das waren so Orte, die man schon kannte und das hat das Ganze natürlich vereinfacht, da wieder in die Geschichte hineinzutauchen. Und ja, also vom Setting her hat es mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Und was den Schreibstil von Monica Murphy anbelangt, hatte ich ja gerade schon gesagt, die Autorin erzählt das alles mit sehr, sehr viel Gefühl und auch mit dem nötigen Fingerspitzengefühl. Und sie schreibt das auch alles wirklich sehr, sehr gefühlvoll und auch sehr, sehr rücksichtsvoll, finde ich. Und ich meine, Ethan als Charakter ist ja sowieso so ein rücksichtsvoller, liebevoller Mensch, aber die Autorin transportiert das durch ihre ganze Art und Weise auch nochmal sehr, sehr gut an den Leser. Und ja, also ich kann nur sagen, vom Schreibstil hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die ganze Art und Weise, wie Monica Murphy diese beiden Bücher ja im Prinzip erzählt hat. Und ich kann euch Never Loved Before und Never Let You Go definitiv nur empfehlen, wenn ihr mal eine etwas andere Liebesgeschichte lesen wollt, dann seid ihr hier definitiv genau richtig. Ich mochte beide Bücher sehr und die Bücher werden definitiv nicht die letzten sein, die ich von Monica Murphy gelesen habe. Und ja. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, außer ich liebe, liebe, liebe dieses zweite Buch. Wie gesagt, mir hat der zweite Teil noch ein bisschen besser gefallen, sogar wie der erste. Ich einfach die Entwicklung von Katie hier einfach noch viel, viel besser fand wie im ersten. Das war meine Buchvorstellung zu Never Let You Go und auch nochmal ganz kurz mit zu Never Loved Before. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.